Vielen Dank. Vielen Dank. Danke. Danke. Vielen Dank. Danke. Und setzen. Danke. Und jetzt, wie bei TV Total, Stefan Raab und jeder, der es mal gesehen hat, ist ein richtiger Held. Wenn der Applaus noch läuft und dann so. Danke. Herzlich willkommen, Leute, zum neuesten Video auf Schepperfeuer-Kanal. Seht ihr schon, das richtige T-Shirt ist angezogen. Beim Friseur war ich auch. Seiten auf. Was hat ein Kumpel geschrieben vorhin? Ich habe ihm ein Bild geschickt, wie es aussieht, und er meinte Seiten auf Kontostand. Danke, Nico. Leute, Black Ops 4 kommt ab Dienstag. Das ist der, ich gucke gerade auf mein Datum, heute ist der 3., also 4., 5., ich glaube 6. Von 3 nach vorne ist 6., 7., ihr Gottverdammten, ihr wisst genau, was ich meine. Ab Dienstag in PlayStation Plus, das heißt, wenn ihr PlayStation Plus habt, könnt ihr Black Ops 4 umsonst spielen. Nachdem ihr ja schon Black Ops 3 auf den Old-Gen-Konsolen umsonst spielen könnt, könnt ihr jetzt auch Black Ops 4 umsonst spielen. Und Leute, Black Ops 4 war vielleicht nicht das perfekteste Game. Und vielleicht war es irgendwie so ein Game, wo man viel recycelten Content genommen hat, um dann zu gucken, was man daraus macht. Aber es hat Spaß gemacht. Es hatte kein skill-based Matchmaking. Es war es gab ordentliche Server. Es gab Tarnungen. Es gab Waffen. Es gab Content. Da hat sich einer drum gekümmert. Das ist kein Cold War. Jede Runde ist immer dasselbe. In Cold War spielst du eine LC-10 gegen eine LC-10 gegen eine andere LC-10. Und in der nächsten Runde spielst du wieder eine LC-10. Und dann hast du einen 100er Ping. Und dann Black Ops 4 ist auf jeden Fall da. Und was machen wir heute zu diesem Video, Leute? Eine kurze Sache vorab. 1000 Likes. Ich werde mich hier vielleicht weit aus dem Fenster lehnen. Aber Sheppy hat Urlaub 2,5 Wochen. Also nochmal. Danke. 1000 Likes auf dem Video. Ich weiß, ambitioniert. Und ich werde in Black Ops 4 nochmal für euch live im Stream und mit den Videos auf Dark Matter gehen. Und damit ihr wisst, dass ich euch nicht verarsche und ich so kurz vor Dark Matter schon wieder bin in Black Ops 4, kann ich euch sagen, ich habe mich bereits 4-mal dort zurückgesetzt. Und jetzt werden wir einfach mal in ein Game gehen, gucken, wie es ist. Und dann werdet ihr auch sehen, dass ich, was Dark Matter angeht, noch eine Menge vor mir hätte. Also 1000 Likes auf dem Video und ich gehe einfach auf Dark Matter. Das habe ich eben gerade so entschieden. Und damit ihr seht, dass ich mit Dark Matter jetzt irgendwie nicht so tue, als wäre jetzt alles fertig hätte. Oh, okay, das war die Titan, das solltet ihr nicht sehen. Das ist übrigens eine Challenge gewesen, wie kann ich hart campen? Ich bin eigentlich ein ganz guter Spieler, ich glaube mir das schon irgendwie. Ich habe hier natürlich jede Waffe, die man in Black Ops 4 haben kann. Es gab ja am Ende sozusagen, als der ganze Kreislauf von Black Ops 4 schon vorbei... Alles. Er verfolgt einen in jedem Game mittlerweile. Da gab es ja schon dann diese Änderung, dass ihr von... Auf eröffnen? Wird auch langsam Zeit, Mann. Du bist der unnützeste Mensch der Welt. Am Ende von der Black Ops 4 Zeit gab es ja dann irgendwann diesen Switch, dass man Waffen, die man unbedingt haben wollte, mit Koffern kaufen konnte. Und diese Koffer hat man durch ganz normale Spielzeit und Herausforderungen erspielt. Das heißt, komplett free. Während der BO4 Zeit war es natürlich anders. Und ihr seht, ich habe eigentlich alles, was man in irgendeiner Art und Weise hier haben möchte. Micro-SMG habe ich überlegt, interessiert mich aber nicht so sehr. Ich habe meinen letzten Koffer für die neue Peacekeeper-Variante ausgegeben. Das heißt, selbst wenn ihr jetzt sagt, oh, ich hätte mal wieder Bock auf Black Ops 4, aber da gibt es ein paar Waffen, die ich gerne hätte, ihr müsst kein Geld dafür ausgeben, ihr müsst einfach nur ein paar Herausforderungen spielen und könnt euch die Tigerhai nehmen oder die Koschka-Variante oder die Switchblade, die ich schon habe, oder den Stachelrochen oder... Es ist eigentlich völlig egal. Ihr könnt auch den Entheiliger nehmen. Meisterkunstversion von Krawall. Oh Gott, an das erinnere ich mich. Das war schrecklich. Ihr habt also in Black Ops 4 jegliche Möglichkeiten. So, und jetzt seht ihr auch noch einmal, ich gehe mal hier so ein bisschen auf das. Schaut mal, hier, Spitfire hört ich jetzt fast voll, was zumindest Gold auf der Waffe angeht. Dann VMP, was die beste Waffe im Game ist mit Abstand. Und ihr seht, ich spiele sie kaum. Mir fehlen hier irgendwie noch 3 Volltreffer. Und ich sehe gerade, hier braucht man nur 30 Headshots. In Cold War braucht man für die Waffen ungefähr 1 Milliarde Headshots. 40 Volltreffer-Medaillen, also man braucht doch mehr. 100 Headshots braucht man. Okay, ich habe absolut Schwachsinn erzählt. Aber ihr seht, und ich bin hier Level 54, Prestige 2 müsste das, glaube ich, sein. Wir können auch gerne noch mal Stats gehen, wenn ihr es sehen wollt.
Ich habe 3 Tage, 5 Stunden Spielzeit seit dem letzten Reset von Black Ops 4. Das heißt, wenn ihr sehen wollt, wie ich hier nochmal auf Dark Matter gehe, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Und lasst uns mal eine Runde gehen. Und ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr Bock habt, alleine zu spielen, ist das hier der geilste Modus. Söldner Deathmatch. Moshpit heißt es, so heißt es. Oh mein Gott, diese Lobby. Level 7, 15, 21, Level 8, Level 28. Oh mein Gott. Spitfire, Battery, das war einfach das Geilste, um damals einfach nur zu rushen, ne? Aggressiv zu sein, Spaß zu haben, ist mega. Übrigens, nur noch morgen, übermorgen, 25% auf Loot mit dem Code Chappy25. Let's go! Das war absolut die kürzeste Werbung, die ich jemals für irgendetwas in meinem Leben gemacht habe. Ich habe nicht mal um eine Frau so kurz gebuhlt. Oh, okay, Rückstoß ist da. Eigentlich hat sie keinen Rückstoß, aber ich kann es nicht mehr kontrollieren. Deswegen hat sie gerade Rückstoß. Das ist so ein bisschen der Grund dahinter. Da ist einer. Da sind zwei. Da sind drei. Oh mein Gott, dieses Spiel ist so viel Liebe. Das Spiel ist so viel Liebe und jetzt hab ich Angst. Okay, geh weg. Geh weg. Ich weiß, hinter mir kommt sie gleich. Da kommt der Erste. Oh mein Gott. Scharfschützen lässt bereit. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott, guckt euch das Spiel an. Guckt es euch... Nein! Streaks sind voll. Es ist übrigens ein anderer Modus als den, den ich geplant habe, weil ich einfach keine Lobby gefunden habe. Dafür spielen wir jetzt eben. Und ihr müsst bedenken, jetzt gerade findet ihr noch keine Lobbys, weil es noch nicht for free ist. Es wird aber morgen, beziehungsweise übermorgen, wenn ihr das seht, for free sein. Snoif. Warum Snoif? Alles klar. Ich krieg einfach irgendwelchen Follows, während ich hier aufnehme. Super. Guckt euch das an. Snoif hat das Spiel verlassen. Leute, das Game ist so viel Liebe damals schon gewesen. So geil. Ihr konntet so hart Streaks machen. Ihr konntet Camper wegholen. Ihr konntet, ja, die Spezialisten waren auch ein bisschen abgefuckt und ein bisschen komisch und alles. Aber trotzdem, trotz Spezialisten war es eins der schönsten CODs der letzten Jahre. Die Farbenvielfalt. Und es waren gute Ideen dabei. Und Blackout hat es uns auch gebracht. All diese Sachen sind einfach geil. Da ist einer. Bleib stehen! Es fühlt sich so weird an, aber wie Streaks reingehen. Es ist, als würde man ein Sandwich essen mit Sucuk drauf und Remoulade und Käse und ja, so isst man Sandwiches. Oh, es ist einfach ein Orgasmus. Oh, und dieses Geräusch, wenn das Einsatzteam einfach voll reingeht. Oh mein Gott, ist das gut. Oh mein Gott, ist das gut. Oh, wie fühlt sich das an? Oh, wie fühlt sich das an? Oh mein Gott, ich fühle es in mir. Ich fühle es in mir. Oh, oh mein Gott. Dreier damit. Oh mein Gott, was... Dieses Game ist so geil, Leute. Ich habe es so vermisst. Ich habe es so vermisst. Es ist unnormal. Es ist absolut unnormal, wie viel Spaß man haben kann, wenn dieses verfickte Skill-Based Matchmaking einem nicht den Spaß aus dem Leben raushaut. Wenn man einfach mal spielen kann, wenn man einfach mal gegen andere spielt, egal ob sie besser sind oder... Oh mein Gott. Was passiert hier? Was passiert hier, Leute? Würde ich in einer jetzigen Cold War Lobby... So eine Lobby haben. Ich hätte 1000 Kommentare von Leuten, die sagen, du bist am Reverse-Boosten, du bist mit einem Neffen-Account online. Leute, so waren die Lobbys früher immer. Es war ganz normal. Es hat euch keiner erzählt, dass ihr im Reverse-Boosten seid. Es gab gar kein Reverse. Oh mein Gott, er lenkt so hart. Das hat es gar nicht gegeben. Ihr habt einfach nur gespielt, so wie hier. Und währenddessen merke ich, dass meine Stimme absolut nach unten geht. Und das liegt einfach daran, dass ich so viel Freude in mir gerade habe. Und so viel Glückseligkeit und Wohlsein und alles. Ich meine, gut, ich stehe 59,2. Ich stehe einfach 59,2 und es interessiert einfach gar keinen. Ich meine, guckt euch das an. Oh mein Gott, er hat mich getötet. Oh mein Gott, ich habe 3 Tode. Das ist einfach eine 20er KD. Ich habe einfach eine 20er KD.
Und in der ganz normalen Runde, ohne Neffen-Account, ohne Party, ohne alles. 62-3. Black Ops 4 ist einfach Liebe, Leute. Es fühlt sich an wie Freiheit, wie Liebe, wie oh, wie Glückseligkeit, wie alles. Play of the Game. Wenn ihr auch solche Plays machen wollt, Leute, dann müsst ihr auf jeden Fall Loot bestellen. 25% Rabatt auf Champion 25. Dann werdet ihr auch so gut sein, dass ihr nach 4 Jahren kein Black Ops 4 spielen immer noch gut seid. Geil. Hat euch gefallen? Ging zu schnell? Guckt doch auf Twitch vorbei. LAN. Ansonsten, Level 55. Ich werde warten. 24 Stunden habt ihr, um die 1000 Likes, was sehr, sehr viel ist aktuell, auf dem Video voll zu machen. Wenn ihr es schafft, werde ich hier nicht prestigen, sondern auf Dark Matter gehen. Live im Stream die nächsten Tage im Urlaub und Live-Videos euch versorgen. Und wenn ihr sonst irgendwie einfach Bock habt, einfach mal wieder Fun zu haben bei Call of Duty, ne? Ab Dienstag im PlayStation Plus Store oder mit PlayStation Plus im Store umsonst. Ladet euch das Ganze runter. Spielt einfach, spielt mit Freunden, spielt alleine. Vielleicht sehen wir uns in den Lobbys durch Spaß. Black Ops 4, Leute, ist Liebe, war schon immer Liebe. Ich bin raus. Haut rein!